Grüß euch, meine Lieben, ich habe wieder ein neues Rezept für euch. Und zwar zeige ich euch heute, wie ich meine Vanillehasen immer backe. Wir brauchen einmal 240 Gramm Milch, die hat bei mir Zimmertemperatur. 20 Gramm frischen Germ bzw. Hefe, alternativ könnt ihr auch 7 Gramm trockene nehmen. 90 Gramm Zucker, natürlich kann man auch weniger dazu geben. 500 Gramm Mehl, das ist hier in Österreich ein 480er und in Deutschland ein 405er. Ihr könnt aber auch bitte ein 700er nehmen bzw. ein 550er. Ein mittelgroßes Ei. Ein Teelöffel Salz. Das Ganze kann jetzt entweder mit einer Küchenmaschine oder mit den Händen geknetet werden. Funktioniert auch mit den Händen tadellos. Ich werde das jetzt auf jeden Fall für 2-3 Minuten auf niedriger Stufe einmal kurz durchmischen. Wenn euer Teig dann so aussieht, geben wir dann 70 Gramm weiche Butter dazu. Jetzt schalten wir das auf eine höhere Stufe und kneten das Ganze einfach zu einem schönen glatten Teig. Abhängig davon, wie ihr das jetzt knetet mit den Händen oder mit der Maschine, kann das für weitere 7, 8 bis 9 Minuten dauern. Knetet ihn einfach so, bis er wirklich schön glatt ist. Meinen Teig werde ich jetzt einfach nur zu einer schönen glatten Kugel formen. Falls notwendig, könnt ihr das noch ein bisschen mit den Händen kneten. So, dann nehmen wir uns einfach nur eine Schüssel, wir mehlen sie unten leicht, dann kommt unser Teig hinein, kommt auch von oben etwas Mehl rauf. Der wird dann einfach abgedeckt und den lassen wir jetzt einfach für 30 bis 45 Minuten lang schön aufgehen. Als nächstes machen wir gleich unsere Vanillecreme. Dafür habe ich hier ein Eigelb und 30 Gramm Zucker. Natürlich kann man auch weniger dazu geben. Genau 15 Gramm Maisstärke. Das ist eine ganz normale Speisestärke. Ein Teelöffel Vanillepaste. Ihr könnt natürlich auch Zucker nehmen, halt Vanillezucker nehmen, was ihr halt zu Hause habt. Und da gießen wir dann 150 Milliliter Milch dazu, so etappenweise, und rühren uns das zuerst richtig schön glatt, also dass keine Klümpchen sind. Das Ganze kommt dann auf den Herd und das werden wir unter ständigem Rühren aufkochen, bis es schön dickflüssig wird. Wenn das Ganze dann so aussieht, können wir dann auch schon abdrehen. Das Ganze schütte ich mir jetzt einfach nur um. Decke es dann einfach nur ab. Und das lassen wir dann einfach nur vollständig auskühlen, geben es uns dann einfach nur zur Seite, bis wir es dann brauchen. Gut, meinen Teig werde ich jetzt einfach nur auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche stürzen und mir hier einfach nur den Teig in 12 Stücke teilen mit jeweils plus minus 80 Gramm. Ihr könnt sie aber natürlich auch größer oder kleiner machen, ganz wie es euch leicht gefällt. Jedes der Stücke werden wir jetzt einfach nur zu schönen glatten Kugeln schleifen und sie dann auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben. Nun bemehle ich sie mir nur ganz leicht von oben, decke sie dann ab, dass sie mir ja nicht austrocknen, und die lasse ich jetzt einfach nur für 10 Minuten lang entspannen. Nun nehmen wir uns jeden einzelnen Teigling, drücken ihn einmal gut an und jetzt formen wir daraus solche Stangen. Ich drücke mir das richtig so fest hinein
Das zwicke ich mir dann einfach nur zu. Und jetzt formen wir das einfach nur zu langen Stangen. Sobald ihr merkt, der Teig mag nicht mehr, dann lasst das einfach noch ein bisschen stehen. Ich mache das dann immer so, dass ich alle einmal forme, kurz stehen lasse und immer wieder so, wenn ich mit dem letzten aufgehört habe, dann wieder mit dem ersten anfange. So tue ich mir am leichtesten, so kann der Teig immer wieder zwischendrin entspannen. So, ich forme meine Stangen in etwa so circa 50 cm, dass ihr halt in etwa so eine Form habt. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das am leichtesten forme. Ich mache das vielleicht gleich auf dem Backpapier oben, aber ich tue mir so leichter, indem ich das euch jetzt so zeige. Das rechte Spitzerl holen wir uns da einfach nur, drehen es so schön hinein. Seht ihr, wie gesagt, am besten gleich aufs Backpapier raufgeben. So schön hineindrehen mit Abstand, weil das geht dann alles schön auf und dann befüllen wir es. Und da in etwa zwicke ich mir dann da das Stück hier ab. Seht ihr? So groß ist das dann in etwa. Wenn man jetzt mag, kann man das jetzt noch ein bisschen schön rollen. Also so ist das dann oben am Backpapier. Und dieses Eckerl, daraus machen wir jetzt das Kopferl und die Ohren. Das forme ich mir dann noch so ein bisschen so zurecht. Dann drücke ich das einfach nur so zusammen, noch ein bisschen länger. Lege ich das einmal so zusammen, drücke es da so ein bisschen zusammen und lege es so her. Da ist das Kopf jetzt fast ein bisschen klein geworden und die Ohren, aber naja, die müssen ja auch nicht alle gleich aussehen. Da drücke ich mir da ein bisschen rein, später kommt da eher eine Rosine rein. Und so ungefähr sollte das sein. Am besten ist es gleich, man macht das gleich auf Backpapier. Da muss man es nicht hochheben und wieder drüben hin platzieren. Aber so konnte ich euch das am besten zeigen. So sehen jetzt meine ersten Hasen aus. Ich drücke da nur ein bisschen hinein. Muss nicht sein, da kommt dann später Creme rein und dann die Rosinchen. So, in etwa seht ihr, der ist ein bisschen zu klein geworden, aber macht nichts. Da wird zum Schluss trotzdem ganz süß. Nun werden die Hasis einfach nur abgedeckt, dass sie uns nicht austrocknen. Und die lassen wir jetzt einfach für 30 bis 45 Minuten lang schön aufgehen. So, und nun können wir unsere Hasis dann bestreichen. Ich habe hier einfach nur ein ganzes Ei. Und damit bestreichen wir sie einfach überall. So, jetzt werde ich da noch einmal ein bisschen eindrücken, wo die Augen dann später sind. Da kommt jetzt dann gleich Creme hin und die Rosinen. Ihr könnt auch einen Kochlöffel benutzen, ihr müsst das jetzt nicht mit den Fingern machen. Nun habe ich hier meine Vanillecreme, die ist vollkommen abgekühlt. Bitte auf jeden Fall, bevor ihr sie benutzt, richtig gut aufmixen, weil sonst habt ihr alles nur Klümpchen und könnt das nicht so gut verteilen. Also ich habe es wirklich ordentlich mixen müssen, dass es jetzt halt wirklich schön geschmeidig ist, dass man das halt gut verteilen kann. Ich mache das dann einfach immer so. Falls ihr keinen solchen Spritzbeutel habt, könnt ihr auch einen Gefriersackerl nehmen, geht damit natürlich auch. Schneidet euch dann einfach nur ein Loch rein und da fahre ich einfach nur da so die Linie entlang. Einmal so beim Hasi. Und einmal da beim Auge und ein bisschen weiter. Seht ihr da auch? Und dann kommen einfach nur die Rosinchen da hinein. Am besten wäre es, ihr legt sie vielleicht ein bisschen in Wasser ein oder auch in Rum, aber ich habe das jetzt leider versäumt, deswegen kommen sie jetzt bei mir so trocken hinein. Aber das macht auch nichts, ist ja eh nur das eine. Aber schöner wird es auf jeden Fall halt aussehen, wenn ihr sie ein bisschen einlegt. Jetzt kann man die Hasen eigentlich auch so lassen oder man kann sie noch ein bisschen bestreuen. Ich werde das jetzt unterschiedlich machen. Einige bestreue ich jetzt einfach nur mit ein paar Mandelblättchen. Und welche werde ich jetzt da mit etwas Hagelzucker bestreuen und einige lasse ich dann einfach nur so, dass es einfach gleich ein bisschen vielfältiger wird. Aber ihr macht euch eure Hasis natürlich so, wie ihr es möchtet. Gut, jetzt kommen unsere Hasis ins vorgeheizte Backrohr bei 180 Grad Ober- und Unterhitze.
So, meine Lieben, so sehen meine Hasis jetzt fertig aus. Die waren bei mir genauso um die 20 Minuten im Backofen. Ihr beobachtet das einfach. Jeder Backofen backt natürlich anders. Und so könnt ihr auch selber bestimmen, wie dunkel eure Hasis dann werden. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!